Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Und zwar wird es heute ein kleines Recap, ein kleines Resümee zum letzten Wettkampf zur Europameisterschaft geben. Und dann möchte ich natürlich gerne noch meine weiteren Pläne mit euch teilen, denn ich bin noch lange nicht dort, wo ich hin möchte und es geht noch weiter. Und ich freue mich sehr auf das, was jetzt noch kommt. Und zwar habt ihr ja in meinem letzten Video den Showday-Vlog gesehen. Bedeutet, ich habe euch durch den Wettkampftag mitgenommen und ihr habt ja auch gesehen, dass ich bei den Juniorinnen gestartet bin und bei den Frauen. Und ihr habt auch gesehen, dass ich leider nicht in die Top 10 gekommen bin jeweils. Und es war so, dass bei den Juniorinnen 23 Mädels waren und bei den Frauen waren sogar 25 Mädels. Und jeweils wurde in der Eliminationsrunde direkt auf 10 runtergecuttet. Und dann hoffst du natürlich, stehst hinter der Bühne, wenn dann die Namen bekannt gegeben werden, wer in der Top 10 ist, hoffst du natürlich, dass du drin bist. Und wenn du nicht drin bist, dann bist du halt raus. Und das ist einfach hart natürlich in dem Moment, weil du hoffst und du fährst auf den Wettkampf, weil du gewinnen möchtest. Kann mir niemand erzählen, dass er nicht gerne gewinnen möchte. Und ich denke, wenn ihr schon mich das ein oder andere Mal gesehen habt in einem Video oder mir bei Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich ambitioniert bin und dass ich hohe Ziele mir gesteckt habe und dass ich auf jeden Fall gewinnen möchte. Das ist mein oberstes Ziel, ist zu gewinnen und im Endeffekt auch die Profikarte zu gewinnen. Und ja, dieser Wettkampf, was hat er mir gezeigt? Er hat mir gezeigt, dass ich noch viel Arbeit vor mir habe. Und es ist so, dass wenn du halt lange nicht auf der Bühne warst, und ich war ja auch international noch nicht viel auf der Bühne, ich hatte 2 internationale Wettkämpfe bisher in meiner allerersten Saison ja eigentlich erst. Wenn man es genau nimmt, ist es jetzt erstmal eine 2. Saison. Und du weißt nicht so richtig, was du erwarten sollst. Also du bereitest dich vor, du schaust dich natürlich um, aber man hat sowieso für sich selbst keinen richtigen Blick. Und ich bin unvoreingenommen zu diesem Wettkampf gefahren und ich dachte mir, okay, ich schau, was passiert. Es kann sein, dass ich in die Top 6 komme und die meine Form schon mega feiern. Oder es kann sein, dass ich halt schon rausfliege und das ist halt jetzt passiert. Und wie gesagt, natürlich bist du erstmal enttäuscht, aber dennoch weiß ich einfach, was ich mir dort für einen Wettkampf als Auftakt ausgesucht habe. Und zwar war das die Europameisterschaft. Das ist der anspruchsvollste Amateurwettkampf in ganz Europa. Und dort sind nur die Besten und das ist halt kein Provinzwettkampf mehr in Deutschland, sondern das ist einfach ja ein ganz, ganz hoher Anspruch und es ist einfach ein ganz anderes Kaliber. Und wenn ich mir jetzt im Nachhinein die Videos und die Bilder anschaue, dann sehe ich vor allem eine Schwäche bei mir noch im Posing. Also ihr wisst, dass ich extrem hart am Posing gearbeitet habe, aber Posing ist etwas, was mir von Anfang an wirklich schwer gefallen ist. Also es war nichts, was mir einfach so zugeflogen ist. Ich kann auch nicht gut tanzen, ich habe nicht so diesen Flow in mir, also ich muss wirklich hart dafür arbeiten, mich geschmeidig und elegant zu bewegen. Und ich habe mich wirklich verbessert, schon seit letzter Saison, aber es ist eben einfach noch nicht auf dem Level, wie es andere haben. Und das fällt dann halt neben anderen gewissen auf und die stechen dann halt heraus, auch wenn deren Form vielleicht nicht unbedingt besser ist, aber die haben einfach eine bessere Präsentation, die können sich weiblicher, eleganter bewegen. Und ja, die sind dann im Endeffekt einfach besser, weil Bikini heißt nicht nur eine gute Form zu haben, sondern Bikini heißt auch eben diese Form elegant, weiblich, trotzdem ästhetisch und feminin stark zu präsentieren. Und das habe ich natürlich in gewisser Weise. Mein Posing ist nicht grottig oder so, aber es fehlt einfach noch das gewisse Etwas und das weiß ich. Und das ist etwas, daran kann ich arbeiten, das kann ich verbessern. Und ich arbeite gerade, jetzt ist es gerade eine Woche nach dem Wettkampf, heute ist wieder Sonntag. Ich habe die letzte Woche 3 bis 4 Mal täglich jeweils 20 bis 30 Minuten mindestens geübt und mich auf meine hohen Show gestellt. Und einfach immer und immer und immer wieder die Abläufe geübt. Mir Videos angeschaut, geschaut, wie kann ich meine Arme ein bisschen eleganter bewegen. Wie kann ich einen Schritt hier verbessern, was kann ich da machen. Und ich merke, dass ich besser werde und ich merke auch, dass ich mich da einfach ja, von Tag zu Tag auch weiterentwickle. Und ich weiß aber auch, dass es ein Fortschritt ist. Und ich weiß aber, wie gesagt, dass das jetzt einfach ein Grund war, warum ich negativ aufgefallen bin, beziehungsweise warum ich nicht negativ aufgefallen bin, sondern warum ich einfach nicht positiv rausgestochen bin. So. Und weshalb man vielleicht einen Tick untergeht. Das ist eine Sache. Dann war es beim Posing auch teilweise so, dass ich gesehen habe, auch auf den Bildern, die ich gemacht habe, dass ich einfach muskulär nicht richtig angesteuert habe. Zum Beispiel, ich habe mein Lat in der Frontpose. Also wenn man hier halt anspannt. Ich habe den Lat nicht richtig rausbekommen irgendwie. Das habe ich dann immer erst in den Bildern gesehen. Das ist einfach, es kommt so viel zusammen am Wettkampftag und
da war ich einfach nicht optimal teilweise. Was ich auch leicht verbessern kann, das sind einfach so Dinge, die du dann lernst wieder. So, deswegen war dieser erste Wettkampf richtig gut, um einfach zu sehen, okay, was machst du falsch, was machst du gut, wo musst du mehr in den Fokus setzen, wo musst du dich mehr verbessern. Deswegen, zweite Sache war die muskuläre Ansteuerung neben dem Posing bzw. Skillcheck irgendwo zusammen. Eine andere Sache war, dass ich halt generell sehr, sehr hart bin. Also ich bin halt eher der härtere Typ in Bezug auf den Körperfettanteil. Hart bedeutet immer, einen niedrigen Körperfettanteil zu haben. Und ich fühle mich persönlich auch deutlich wohler und schöner. Ich finde, ich habe eine bessere Form, wenn ich leaner bin. Ich war wahrscheinlich etwas zu lean jetzt für den Wettkampf und ich war auch ein wenig zu flach. Flach bedeutet, dass einfach zu wenig Nährstoffe im System sind und dass die Muskulatur einfach zu dünn, zu lang und nicht voll genug wirkt. Und deswegen war meine Form einfach nicht so, wie sie hätte sein können. Wir wissen jetzt, was wir machen können, und es ist immer gut, ein Tick zu dünn zu sein, als wenn man zu viel Körperfett noch hat, weil auffüllen kann man immer. Auffüllen ist easy, und wir können jetzt sozusagen, was wir jetzt auch schon gemacht haben die Woche, eine Art Reverse Diet starten. Das bedeutet, ich hatte jetzt einen super Standpunkt sozusagen, ich war schön dünn und flach, was für den Wettkampftag halt nicht optimal war, aber wir haben eben unsere Erfahrung gemacht, dünn und flach, und wir können jetzt essen und ich kann jetzt essen. Und ich habe auch schon in vergangenen Videos geteilt, dass es mir schwer fällt, mehr zu essen, mit der Angst, dass ich meine Form wieder ruiniere. Und ich weiß aber auch, dass ich jetzt auf diese Art und Weise aus meiner Komfortzone austreten muss. Ich weiß, dass ich habe so hart gearbeitet, ich kann so hart arbeiten, ich kann aus meiner Komfortzone austreten und alles geben, wenn ich will. Und das muss ich jetzt tun, aber eben in die andere Richtung. Ich muss jetzt mich trauen, mehr zu essen. Ich muss jetzt mich trauen, meinen Kopf ausschalten und sagen, okay, Jule, du musst voller sein. Wenn du in der Bikini-Klasse erfolgreich sein möchtest, dann musst du jetzt wieder mehr essen. Und es ist okay. Ich mache das. Ich vertraue meinem Coach da 100%. Und ich esse jetzt gerade fast wieder 2100 Kalorien. Seit heute bin ich jetzt wieder auf diesen Kalorien höher. Wir sind jetzt die ganze Woche ein Stück höher gegangen. Am Wettkampftag hatte ich ca. 3500, 3600 Kalorien, weil ich dann ja den ganzen Tag immer ein bisschen was gegessen habe. Da habe ich euch dann ja gezeigt und erzählt, dass ich dann auch meinen Reisblock noch hatte. Ich hatte einen Designer, aber ich hatte, glaube ich, insgesamt, keine Ahnung, 180 Gramm Mandelmus. Ich habe alles halt grob eingetrackt. Und das heißt, am Wettkampftag war ich noch relativ hoch mit den Kalorien. Dann hatte ich am Dienstag ja auch meine Pizza. Das heißt, da war ich auch so bei 2600 Kalorien ungefähr. Und ja, jetzt esse ich die ganze Woche eigentlich schon knapp 2000 Kalorien und bin jetzt die ganze Zeit hochgegangen, heute 2100 Kalorien und bin dementsprechend im Durchschnitt ja auch wirklich jetzt ziemlich hoch in den vergangenen 7 Tagen gewesen. Und ja, das ist etwas erstmal Komisches für meinen Kopf, weil ihr wisst, ich werde die ganze Zeit einfach auf niedrigen Kalorien einfach auf Diät. Aber das ist etwas, wo wir jetzt gegensteuern müssen, und ich darf nicht zu dünn werden, ich darf nicht noch dünner werden und ich soll halt oder ich muss halt sogar noch voller werden. Und der nächste Wettkampf steht in genau einer Woche bzw. in 6 Tagen sogar schon an, und das wird ein Diamond Cup in Frankreich sein. Und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt, und das Ziel ist es halt, dass ich eins mein Posing verbessere, daran arbeite ich wie gesagt sehr, sehr hart, und zwei, dass wir mich voller bekommen, dass ich nicht mehr ganz so dünn auf der Bühne aussehe und dass ich ja mehr pralle Muskeln habe und dementsprechend auch ein bisschen bubblier wirke. Und der Körperfettanteil dürfte theoretisch auch wieder ein Tick hochgehen. Am Wettkampftag der EM ist auch einiges mit meiner Farbe schief gegangen. Also mein Papa und ich haben das richtig gut hinbekommen. Papa hat das super gemacht mit der Farbe. Dann haben wir aber kurz vor dem Wettkampf nochmal eine Schicht drauf gemacht, was im Endeffekt nicht so eine gute Idee war. Und dann mit Öl noch ein bisschen rumgeschmiert. Dann wurde alles ein bisschen fleckig. Dann hatte ich ja so lange Zeit dazwischen und dann wurde die Farbe auch nochmal fleckiger. Dann mussten wir sie auch nochmal neu machen. Und dann ist uns beim Kleben des Bikinis etwas unterlaufen, und zwar ist der Bikini-Kleber, den man auf dem Bikini klebt und dann auf der Haut festkleben kann, ist aufgegangen und der ganze Flüssigkleber ist auf mein Bein gelaufen. Und ja, könnt euch vorstellen, mit der Farbe Bikini Bite, richtig cool. Wir mussten da erstmal mit Wasser und Öl und keine Ahnung was alles rumschrubben. Ich bin ruhig geblieben, weil was anderes blieb mir eh nicht übrig. Wir hatten zum Glück noch genug Zeit, bevor es auf die Bühne ging, weil es war ja erst dann 23.20 Uhr soweit. Es war irgendwie, glaube ich, gegen 18, 19 Uhr, 20 Uhr maximal. Und wir konnten es noch fixen, aber dennoch war das halt einfach ja nicht besonders toll, wenn du da Farbe die ganze Zeit punktuell abmachen musst und dann wieder raufpacken musst.
und das sah im Endeffekt alles nicht 100% on point aus und das ist etwas, was ich auch noch verbessern können. Ich war mit meinem Make-up und meinen Haaren war ich sehr zufrieden. Meine Haare möchte ich jetzt, glaube ich, aber für den nächsten Wettkampf so machen, wie ich sie jetzt habe. Also ich will sie einfach glatt machen mit einem Mittelscheitel. Damit fühle ich mich auch einfach am wohlsten. Ich hatte ja einen Seitenscheitel und hatte hier so ein bisschen toupiert. Das war aber dann natürlich gegen Abend auch schon wieder ein bisschen runtergesackt, weil ich damit ja auch geschlafen habe und so. Es war schön. Ich fand das Make-up auch richtig cool. Das war natürlich nicht ich. Also ich sehe normalerweise im Alltag nicht so aus, aber ich habe mich schon echt glamourös und schön gefühlt. Und das ist mir einfach immer ganz, ganz viel wert. Und deswegen war es auch wert, dass ich danach zum Schminken gegangen bin. Das war richtig cool. Aber dieses Mal werde ich das Ganze einfach ein bisschen mehr nach Jule gestalten. Ich lasse mich auch professionell schminken, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz so krass. Und die Haare mache ich mir selbst, dass ich mir sie einfach glätten werde und ja, einen normalen Mittelscheitel haben werde. Das gefällt mir am besten und das bin einfach am meisten auch ich. Und ansonsten wird es so sein, dass ich am Donnerstag zu Jeanne fahre. Jeanne wohnt in Bonn und dann fahren wir am Freitagmorgen mit dem Auto nach Frankreich. Und werden dann am Samstag starten, dann machen wir noch die Farbe am Freitag. Eine Freundin von ihr kommt auch noch mit, die uns dann betreut. Und dann werden wir am Sonntag noch einen Tag in Genf verbringen und dann am Montag ganz entspannt nach Hause fahren. Und dann bleibe ich eine Woche bei John in Bonn. Und dann fahren wir am Freitag, wenn alles gut läuft, nach Schorndorf, wo dann der German Cup sein wird. Weil wir uns beide einfach entschieden haben, sie ist ja Wellness-Athletin, dass wir ja den deutschen Verband unterstützen möchten, dass wir auch das deutsche Wettkampffeeling nochmal mitnehmen möchten, dass wir jetzt einmal in Form sind und einfach auch so viel mitnehmen wollen, wie es geht. Und deswegen freuen wir uns beide schon sehr. Ich freue mich auch sehr auf die Woche bei ihr. Es ist einfach so schön, weil ich mit ihr eine neue Freundin gefunden habe und wir uns so gut verstehen. Wir sind irgendwie unnormal auf einer Wellenlänge und darüber bin ich so glücklich, sie gefunden zu haben. Wir kennen uns schon seit 2019, aber da sind wir uns nicht ganz so close gekommen und jetzt in dieser Wettkampfvorbereitung haben wir wirklich fast oder haben wir täglich mehrmals Kontakt. Und ja, sie ist wirklich eine Freundin von mir, eine enge Freundin von mir geworden, die mir jetzt schon sehr wichtig ist. Und das hat sie letztens so schön gesagt, so egal welche Platzierung wir beide bekommen, wir haben uns gefunden und das ist irgendwie schon der größte Gewinn und das ist einfach so schön und darüber freue ich mich so, so sehr. Und ich freue mich sehr auf die Zeit mit ihr und die Zeit bei ihr. Und da werde ich euch natürlich dann auch mitnehmen und ja, schauen, wie ich so aus meinem Alltag auch rausgerissen werde, weil das ist für mich auch total neu. Ihr wisst, dass ich immer in meiner starren Struktur auch zu Hause bin und ich sehe das auch als eine Art Herausforderung, wenn ich jetzt fast 2 Wochen nicht zu Hause bin. Und ja, wie ich dann meinen Alltag gestalte, ich kann ja zum Glück von überall aus arbeiten. Ich brauche noch meinen Laptop, mein Handy, dann bin ich einfach super flexibel. Und wir haben uns in Frankreich ein Airbnb gemietet, wir mieten uns in Schorndorf ein Airbnb und die Woche da drauf ist dann noch ein Diamond Cup in Luxemburg und da werden wir uns dann auch ein Airbnb buchen und wir machen einfach alles zusammen und das ist einfach, ja, das gibt mir so viel Halt und so viel Freude und ich freue mich sehr auf die Zeit mit ihr und auf die, ja, die nächsten 3 bis 4 Wochen und dann ist auch schon wieder alles vorbei, das ist auch schon wieder so crazy, dass es alles so schnell geht, es ist immer... Es fliegt so an einem vorbei und es ist gerade die schönste Zeit, ich probiere die zu genießen, denn ich hatte diese Woche wirklich ziemlich stark mit Selbstzweifel zu kämpfen, also gerade als ich so die Bilder und Videos gesehen habe und dann war ich teilweise schon wirklich unzufrieden mit mir und habe gedacht, okay, ich hätte mir einfach mehr erhofft von meiner Form und dann bin ich teilweise wirklich in starke Selbstzweifel verfallen und dachte mir, okay, wieso machst du das überhaupt alles, Jule, und du bist... schlecht, du hast nichts geschafft in den letzten Monaten, was absoluter Quatsch ist, ich weiß das. Aber das sind Gedanken, die kommen auch mir, das möchte ich euch mitgeben. Das sind Gedanken, die kommen mir und auch ich muss diese Gedanken aktiv bekämpfen. Ich muss aktiv dagegen handeln, dass ich diese Gedanken aus meinem Kopf verbanne, weil diese Gedanken werden zu meiner Realität, wenn ich an sie glaube. Wenn ich glaube, dass diese Gedanken wahr sind, dann werden sie zu meiner Realität und dann werde ich eine Versagerin sein und dann werde ich die nächsten Wettkämpfe verkacken, so wie es in meinem Kopf sich abspielt. Und diesen Gedanken darf ich keinen Glauben schenken. Ich weiß, dass ich unnormal hart gearbeitet habe. Ich weiß, dass ich alles gegeben habe, nicht nur in den letzten Monaten der Vorbereitung, also der Wettkampfvorbereitung und der Diät, sondern auch in meinen Aufbaumonaten. Und ich weiß, dass ich mir selbst nichts vorwerfen kann. Ich weiß, dass ich jeden Tag, jeden einzelnen Tag habe ich alles gegeben, um meinem Ziel näher zu kommen. Und ich bin meinem Ziel auch näher. Jetzt bin ich schon wieder emotional, aber das ist einfach wirklich gerade so sehr viele Eindrücke, die auf einen eintreffen und sehr viele Gedanken, die in einem Kopf vorgehen.
weil du stehst dort, du vergleichst dich mit anderen rein subjektiv, du gibst alles da rein, du gibst dein Herzblut da rein und im Endeffekt entscheidet dann dein Kampfrichter darüber, ob du belohnt wirst oder wie du belohnt wirst. Und darüber darf man sich nicht definieren, darüber darf ich nicht mein Glück abhängig machen, sondern ich muss mir klar machen, wie hart ich gearbeitet habe und wofür ich das Ganze mache, um mir zu beweisen, wie stark ich bin. Und um mein ultimatives Ziel, die Profikarte, zu erreichen. Deswegen mache ich das Ganze. Ich möchte diese Profikarte erreichen für mich, um mir zu zeigen, dass ich alles, alles noch, verdammt nochmal, schaffen kann. Und ich werde das auch schaffen. Ob das jetzt noch 3 Jahre dauert, ob das noch 3 Monate dauert oder ob das noch 4 Jahre dauert. I don't care. I don't care. Es wird so kommen, wie es kommen soll. Und ja, ich bin bereit, die Arbeit zu investieren. Und ich bin bereit zu lernen. Ich habe jetzt aus dem letzten Wettkampf schon so viel gelernt. Ich bin froh, dass ich die EM gemacht habe. Ich bin unnormal froh, weil sonst wüsste ich jetzt so viele Dinge noch nicht, die ich euch gerade erzählt habe, für den nächsten Wettkampf. Und nur so kann ich mich jetzt für Frankreich verbessern. Und egal, was in Frankreich passieren wird, wenn ich den ersten Platz mache, dann bin ich die glücklichste Jule der Welt. Wenn ich wieder nach vorne rausfliege, dann ist das so. Dann werde ich wieder was daraus lernen können und dann werde ich es für den nächsten Wettkampf mitnehmen können. Natürlich willst du gewinnen, natürlich will ich gewinnen, aber es wird so kommen, wie es kommen soll. Es wird so kommen, wie das Universum es für mich geplant hat und ich vertraue dem Prozess. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist 100% zu geben in jedem Moment, den ich jetzt lebe. Und das werde ich tun. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um die beste Version, um eine noch bessere Version von mir zu präsentieren. Und ich freue mich sehr, dass ihr auf diesem Weg bei mir seid. Ich freue mich sehr, dass ihr mich verfolgt, dass ihr mich unterstützt. Ich bin so unendlich dankbar für eure Kommentare und für eure Unterstützung. Und ja, we will see what's about to come. Ich bin gespannt und wie gesagt, ich werde jeden Tag mein Bestes geben und was anderes liegt nicht in meiner Hand.